Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Erneuter Hallo, Basisfahrt eine Runde um die Medienwelt. Ich weiß, gestern hatten wir diese Reaction schon gehabt, aber jetzt hat Kicker, ihr wisst schon, diese Zeitschrift, die man ja im Kiosk kaufen kann, hat eine Meldung zum Thema Chrome-Kabinen für uns im Autismus-Spektrum ins Internet gebracht. Und weil ich mir diese Meldung mir nicht alleine tun kann, sichere ich mir mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, also den Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort nochmal raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin, Autismus Einbrücken Kanal, als auch den Link zu meinem DeviantArt Kanal, falls ihr meine Comics Seite mal geben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und deswegen, Leute, kommen wir nun zu der Meldung, der den Titel trägt. Van Pacifica, meditatives Klanglicht und Therapiedecke oder von Chrysler, Chrome-Kabinen für Menschen im Autismus-Spektrum. Und ja, dieser Titel wurde von mir natürlich geändert. Aber von der Seite sieht das Auto eher aus wie dieser VW Charan. Also mit der Schiebetür, ne? Schätze ich mal so. Obwohl, bin ja schon. Naja, bin ja nicht so oft in ein Auto drin. Deswegen kann ich das halt nicht ganz konkret mehr sagen. Fangen wir dann drum rum. Los geht's. In Zusammenarbeit mit der Autism Society of America hat US-Hersteller Chrysler ein Ausstattungspaket entwickelt, das Menschen mit Autismus ein angenehmeres, mobiles Leben ermöglichen soll. Oder wie es richtig heißen sollte. In Zusammenarbeit mit der Autism Society of America hat der US-Hersteller Chrysler ein Ausstattungspaket entwickelt, das Menschen im Autismus-Spektrum ein angenehmeres, mobiles Leben ermöglichen soll. Weiter geht's. Gedacht ist die Calm Cabin, die ruhige Kabine, zunächst für den Van Pacifica. Und hier sehen wir als Foto den Chrysler Pacifica mit dem Doppelpunkt Calm Cabin für den Familienvan. Und wie gesagt, Leute, falls ihr so ein Auto haben wollt, für diejenigen, die schon einen Führerschein haben, dann spart einfach das Geld zusammen. Und dann könnt ihr den kaufen. Weiter geht's. Menschen mit körperlicher Behinderung können auf verschiedene Lösungen zurückgreifen, die das Auto an ihre speziellen Anforderungen anpassen. Fun Fact am Rande: Autismus ist keine Behinderung. Autismus ist eine Art zu sein. Weiter geht's. Die US-Marke Chrysler nimmt sich nun auch eines Personenkreises an, der mit einer psychischen Herausforderung leben muss. Nach Einschätzung des Bundesverbandes zur Förderung von Menschen mit Autismus sind in Europa, Kanada und den USA 6 bis 7 von 1000 Personen von sogenannten Autismus-Spektrum-Störungen, kurz AS, betroffen. Oder wie es richtig heißen sollte. Nach Einschätzung des Bundesverbandes zur Förderung von Menschen im Autismus-Spektrum sind in Europa, Kanada und den USA 6 bis 7 von 1000 Personen vom sogenannten Autismus-Spektrum betroffen. Weiter geht's. Zu den Begleiterscheinungen gehört unter anderem, dass viele verschiedene Sinnesreize zur Überforderung und Stress auslösen können. Und mittlerweile sprechen wir nicht mehr von 6 bis 7 von 1000 Personen. Denn das wäre ja 0,6 bis 0,7 und das ist irgendwie heutzutage falsch. Wenn, dann sind wir schon bei 2,8%. Also würde ich mal eher behaupten, 24 bis 28 hätte ich geschrieben. Aber genug davon. Und nein, wir hören uns diesen Artikel nicht bis zum Ende an, sonst ist mein Kanal gleich zu. Deswegen machen wir vom Kanal Autismus das schon selber. Weiter geht's. Ruhe und Harmonie. Um den Lebensraum Auto zu einem möglichst harmoniebestimmten zu machen, hat sich Chrysler mit der Autism Society of America zusammengetan und die sogenannte Calm-Kabine entwickelt. Ja, und beide hätte ich Lebenstraum gesagt. Was natürlich auch stimmt, wenn man Manta Manta zweiter Teil auch gesehen hat, ne? Weil da spricht ja Berti über Autos bedeuten Freiheit, ne? Deswegen lesen wir weiter. Übersetzt bedeutet das so viel wie ruhiger Fahrgastraum.
Profitieren sollen in erster Linie Mitfahrer. Erstmals gezeigt wurde das Paket auf der New York Auto Show vom 7. bis 15. April. Erhältlich soll es ab dem späten Frühjahr sein. Also, wie gesagt, Leute, falls ihr so ein Auto kaufen wollt, dann spart euch besser das Geld so zusammen und verzichtet auf die Dinge, die sowieso zu viel Geld kosten und euch garantiert keinen Spaß bringt. Für euch selber natürlich, ne? Wenn es etwas gibt für euch, was euch nicht so bereichert, dann kann man darauf doch verzichten und das Geld einfach beiseite packen. Und deswegen lesen wir weiter. Enthalten ist unter anderem ein wiederaufladbares, kabelloses und per Bluetooth steuerbares Gerät, das meditatives Licht sowie therapeutische Klänge erzeugt und bei Atemübungen anleitet. Außerdem ein besonders weich gepolsterter Sicherheitsgurt, ein Reisekissen, eine Gewichtsdecke sowie ein Organizer, der an der Sitzrückenlehne befestigt wird und in dem sich beispielsweise ein Laptop oder Malstifte unterbringen lassen. Also mittlerweile mehr als man dachte. Und hier sehen wir auch auf dem Foto den sogenannten Rückenlehnen-Organizer. Meine Güte, das ist aber... Eieiei. Noch ein Abschnitt, dann ist Schluss. Gedacht ist das Calm Cabin Package für den Van Pacifica. Es soll im Chrysler Online Shop verkauft werden und dem Vernehmen knapp $300 kosten. Umgerechnet also etwa 275 Euro. Das ist schon mal ein Mindestbetrag, den man auf jeden Fall sparen kann. Weiter geht's. Der Pacifica ist bei uns zwar nicht erhältlich, gemeint ist Deutschland, ne? Also, liebe Leute, da müssen wir halt richtig viel Glück haben, dass wir das Auto bei einem bestimmten Händler irgendwie gefasst bekommen. Weil es gibt ja immer noch Schlupflöcher, um dieses Auto zu bekommen. Ich weiß, wovon ich spreche. Weil es gibt ja immer noch Hyundai-Modelle, die in Deutschland zwar offiziell nicht mehr angeboten werden, aber trotzdem irgendwie den Weg nach Deutschland schaffen. Wie zum Beispiel der neueste Elantra oder der neueste Sonata zum Beispiel. Was das für Autos sind? Ja, da würde ich mal die Hyundai-Geschichte bis 2006 nochmal angucken. Im Falle von Sonata bis 2011. Weil da wurde der von dem Hyundai i40 ersetzt. Aber den hat man auch nicht weitergeführt. Was schade ist. Weiter geht's. Doch technisch ist das Paket nicht an ein bestimmtes Modell gebunden. Es sollte also problemlos auch in anderen Fahrzeugen zu verwenden sein. Wie gesagt, Leute, 275 Euro kann man problemlos beiseite legen. Und wenn man das Geld hat, dann würde ich das auf jeden Fall online bestellen, falls ihr ein Auto habt. Und dann könnt ihr das an eurem Auto anbringen. Und das ist auch egal, ob es ein Chrysler, Hyundai oder sonst eine Marke ist. Völlig Kaffee Latte, Leute. 275 Euro, das ist machbar. Weiter geht's. Zudem gehört Chrysler bekanntlich zum Stellantis-Konzern. Nicht auszuschließen also, dass es irgendwann einen Pakettransfer in Richtung Opel, Fiat oder Peugeot gibt. Wie? Chrysler gehört nicht mehr zu Daimler Chrysler? Habe ich da was verpasst? Na gut, kein Kommentar dazu. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also ein Thema, was bei der Reaction 2 angesprochen wurde. Aber trotzdem ist es eine Reaction für den darauffolgenden Tag wert gewesen. Und jetzt mal eine Frage an euch. Was sagt ihr zu diesem Calm Cabin? Schreibt es gerne in die Kommentare eure Meinung etc. pp. Als auch sie jetzt liken, als viel zu teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu halten, damit kein was wir verpasst. Und morgen wird es wieder zum Thema Schwangerschaft gehen. Und was genau es sein wird, das alles morgen um 20 Uhr. Ciao, Leute!